future begins. Toborn Tardy back am Start und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76 und genießt mal diese herrliche Aussicht. Was letztes Mal passiert ist, wir waren an den Waggons hier vorne, an dem entgleisten Zug, der bis hier hinten geht, und haben einen Verstärkerplan geholt. Und was mir gerade aufgefallen ist, Fallout hat wirklich etwas verbessert. Die Betrachtungsdistanz wurde echt behoben, finde ich jetzt einmal. Ich konnte noch nie so scharf auf die Weite sehen. Also Fallout, sehr gut gemacht. Und ich wollte heute zu der Reklametafel kurz nach oben gehen, für den Anfang. Und da werden wir jetzt auch kurz hingehen. Und hier sind Kerzen. Okay. Finde ich jetzt nicht ganz so angemessen. Also es sieht irgendwie zu heftig aus. Passt irgendwie gar nicht rein. Aber okay. Aber jetzt nur zu meiner Sache davor. Wundert euch nicht, dass bei mir gerade steht, gesucht. Ich bin erst offline. Also nach der Aufnahme bin ich bei jemandem eingebrochen. Also bei einem Spieler. Wollte es einfach mal ausprobieren. Küchenspiel, okay. Und dann kam das. Also wenn ihr bei jemandem einbrecht, dann kommt gesucht. Und die haben mir ein Scharfschützengewehr gefunden. 35, okay. Sehr cool. Was wir jetzt heute machen, wir gehen zu dieser Funkanlage und müssen da die Verstärkerbaupläne benutzen. Und ich mache mich jetzt auf die Reise. Wir sehen uns dann gleich wieder. Hey, schaut mal, da vorne sieht es aus, als wäre es ein Verkaufsstand. Ist so ein kleines Dörfchen an der Straße drinne mit einem Fuchs. Okay, das Big Fred's Barbecue Shack. Oh, sieht sehr interessant aus. Aber da gehen wir mal ein anderes Mal hin. Von Weitem kann man jetzt schon die Funkanlage sehen. Und hier dran ist eine süße kleine Brücke. Gibt's hier irgendwas? Ah, der ist hier gestorben. Nein, ich stacke. Oder bin durchgefallen. Okay. Ich finde hier das so ein kleiner Secret Spot. Ich habe mir hier schon überlegt, ob ich mein nächstes Haus hier hinstellen soll. Weil immer bis nach unten zu reisen, ist so langsam sehr kostspielig. Deshalb muss ich mir überlegen, wo ich als nächstes mein Camp versetze. Und das wäre hier eigentlich ein schöner Weg. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob... Okay, ich gehört diese Satellitenanlage auch noch dazu. Ich glaube, das ist so ein Außenposten. Können wir ja auch mal hingehen. Sieht mal interessant aus. Jo, die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Was für ein Tag. Aber ich habe es hier endlich aufgespürt. Mr. Preisbot, okay. Okay. Sweepstakes gezogen. Hinweis, wir haben uns
eure Datenschutzrichtlinie aktualisieren. Als Monatspreisgewinner können Ihr Name, Ihr Bild und weitere Angaben einen schönen Tag noch. Was habe ich jetzt gewonnen? Glückwunsch! Nichts, okay, vielen Dank. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich habe was gewonnen. Ich habe mich jetzt ein bisschen gekränkt. Ich schieße gerade übrigens nur mit dem Kampfgewehr, weil ich meine Munition in der Hand gefertigt mehr aufsparen möchte. Weil die ist mir zu teuer. Okay, hier ist schon so eine Art Außensatellit, wo wahrscheinlich mit dem ganz Großen verbunden ist. Und dadurch haben die wahrscheinlich eine größere Funkverbindung, würde ich mal behaupten. Ich glaube, im echten Leben auch so. Aber jetzt gehen wir hier zu diesem Satelliten der Supernative. Also er sieht heftig aus. Und hier unten ist es ein Camp oder? Nee, okay. Sah gerade echt so ein bisschen aus, als wäre das ein Camp. Entdeckt National Funkanlage. Eigentlich wollte ich ja nur nicht so schnell woanders hin. Aber ich war jetzt eigentlich sozusagen dazu gezwungen. Supermutantkämpfer. Da wir eigentlich so gut wie keine Quests mehr haben und diese Quest jetzt diese Quest weitermachen müssen. Also die Supermutanten sind ein stetiger Begleiter. Und den Radio haben wir jetzt auch mal ausgemacht. Unkorken, Buffert, Jagdgewehr und Schießpulver, Tafellöffel, Anlagen, Steuerungsterminal. Okay. Was müssen wir überhaupt machen? Oh, First Strike. Cool. Plasmagranate, Impulsgranate, Kraftkerne und Zahnbürste. Bau den Verstärker ein. Okay. Dann machen wir das mal. Aber hier oben gibt es nichts mehr. Kann ich die Anlage hier steuern? Also das wäre Hilfskomponentensteuerung. Komponenten, Entschuldigung. Okay. Hört ihr das? Hat sich wirklich was bewegt, oder? Also wäre ziemlich heftig, würde ich mal behaupten. Okay. Vielleicht müssen wir jetzt noch hier noch was machen. Aber ich würde es feiern. Wow, schaut euch das mal an. Ich finde ja einfach Fallout an sich, das ganze Postapokalyptische, finde ich hammermäßig. Nimm mal so einen Tank mit Treibstoff. Kanister. Was gibt's hier? Terpentin. Sehr viele Anlagentechnik. Whisky. Und Sicherungen nehme ich mal mit. Weiß man ja nie. Vielleicht braucht man sie. Vielleicht auch nicht. Aber mit den Sounds ist das sehr heftig gemacht. Alter, einfach grandios, da sieht man einfach mal wieder, was Fallout kann, wenn sie sich nur anstrengen. Also Bethesda, eher gesagt. Die Entwickler. Und hier ist sogar ein Nebengebäude. Da müssen wir nur gar nicht hin. Ach, sondern wir müssen weiter nach draußen. Okay. Aha. So, der Weltenlauf geht anders. Jetzt gehen wir zu dem kleinen
dritten Satelliten. Gegner gibt es hier eigentlich keine. Es wäre cool, wenn man irgendwie in die Schüssel da nach oben rein könnte. Würde ich feiern. Okay. Richtfunkbauteil. Stärke einbauen. Ach, schade. Wir haben das Landschaft so billig gemacht. Okay. Was muss ich jetzt machen? Jetzt kann ich einfach wieder zurückgehen. Wow, wow, wow. Ach du heilige Scheiße. Ich sag nie mehr, dass hier keine Gegner waren. Keine Sorge, ich habe genügend verraten. Wie kommt man auch so heftig? Ah, die sind gar nicht mehr so heftig, wie ich gedacht habe. Okay. Ich finde auch cool, dass wir den Skill haben, dass unsere Waffen auch sich heilen. Einen durften die ja dann sozusagen nie kaputt gehen. Okay, komm, los. Und beim Kampf heilen wir uns ja auch immer ein bisschen. Aluminiumschrott, Stahlschrott. Farbklammer, Stahlschrott, nehme ich mal alles mit. Man weiß ja nie. Bleischrott. Okay. Weil Stahl und so fehlt momentan in unserem Camp. Muss ich auch mal wieder im Video zeigen, wie unser Camp jetzt aussieht. Es hat sich sehr verändert. Kann ich euch nur sagen. Es war hier alles nichts Besonderes bekommen. Okay. Leitstrom zum Verstärken. Okay. Und ich glaube, wenn ich immer was mache, dann spawnt die. Okay. Dann leiten wir mal den Strom um. Hier. So. Fahre herunter. Okay. Dies ist eine Warnmeldung. Die Welt geht unter und wir sind alle am Arsch. Ich finde das super. Sie haben mir gerade geholfen, das Notfallübertragungssystem der gesamten Region anzuzapfen. Das wird lustig. Aber genug geplaudert. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Sie mein Signal zum Laufen bringen würden. Eigentlich wollte ich Sie töten und mir Ihr Zeug nehmen, wenn Sie zurückkommen, falls Sie das überhaupt geschafft hätten. Aber es wäre wohl wirklich arschig von mir, das jetzt zu tun. Also ich bin das, was man einen Raider nennen würde. Töten, rauben und betrügen sind mein Ding. Und dank Ihnen habe ich ein funktionierendes Radio. Jetzt kann ich also andere Gleichgesinnte finden und wir können uns alle verbünden. Sie haben uns Tor und Tür geöffnet. Treffen Sie mich in Top of the World, wenn Sie die Gelegenheit dazu haben. Ich habe nämlich etwas für Sie. Ach ja, ich werde Sie nicht töten. Großes Indianer-Ehrenwort. Aha, sehr interessant. Und auch mal nett, die Wahrheit kennenzulernen. Aber finde ich gerade hammermäßig diesen Ort. Also an sich, diese ganze Anlage, ich will ja nicht wissen, wie viel das zum Modellieren war, wie die Programmierer. Es wird einige Arbeit gewesen sein. Dann können wir ja hier noch ein bisschen für Recht und Ordnung schaffen. Nur Mülleimer, hier ist noch nichts da. Okay, hat er so gut wie keinen Damage gemacht, oder?
Ein Sturmgewehr. Schwarzpulvergewehr, machen wir mal kurz ein Sturmgewehr rein. Das haben wir, glaube ich, bisher noch nicht gehabt. Okay, hier Sturmgewehr. Ah, können wir leider noch nicht benutzen. Sieht nice aus. Wir wurden gerade ernsthaft getötet. So ein kleiner. Darf man ja nicht aussprechen. Wird man auf YouTube gesperrt. Ernsthaft, ist das ein dummer Ernst? Wenn ich gesucht bin, kann ich von jedem getötet werden. Aber wo war denn der hier? Wo war ich? Ich habe keinen Gegner gerade gesehen. Okay. Ich bin gerade einfach irgendwie getötet worden. Weiß bis jetzt immer noch nicht von wem. War hier eigentlich auch keiner in der Nähe. Aber okay, okay. Hier gibt es nichts mehr. In diesem Raum auf jeden Fall. Aber in dem LKW. Und hier muss so eine Steuerungsanlage. Easy. Und ich finde das Schlüssel. Torso. Gehen wir mal kurz auf unsere Rüstung raus. Okay, die ist schon höher. Aber wie es aussieht, ist meine Rüstung bald irgendwie kaputt. Mal kaputt. Aber hält bestimmt noch ein bisschen. Blaue Farbe nehme ich mal mit. Hier ist sonst nichts. Also hier so ein Militärstandort. Schaltkreis. Hier nur so ein cooler Gabelstapler. Und natürlich ein wahnsinnig guter Radio, den ich jedes Mal ausschalten muss. Ah, hier können wir sogar noch rein. Was ich ein bisschen schade finde, dass mir irgendwie nie irgendwas Interessantes, also von Bauplänen finden. Okay, geschafft. Also das könnte man irgendwie einstellen, dass man doch ein bisschen mehr finden. Aber okay. Plasma-Granate. Bisschen Schießpulver. Das war's eigentlich dann von hier. Nächstes Mal räumen wir einfach hier drüben noch ein bisschen auf und gehen dann zu Top of the World, zu dieser netten Dame, und lasst ein Like und ein Abo da, euer Tauborn HD.